Hallo zusammen. Ah, ich bin so happy, weil ich meinen Look mag. Ich werde euch heute nämlich zeigen, wie man diesen Look schminken kann. Ist ein Look, für den ich nur Drogerieprodukte verwendet habe. Und ich möchte euch hiermit sagen, dass die eben wirklich fantastisch sind. Ich habe ein Smoky Eye für euch geschminkt, die Lippen relativ nude und dezent und eine ziemlich glowy Haut. Und ja, ich möchte euch noch darauf aufmerksam machen, dass meine Wange hier ein bisschen geschwollen ist. Ich habe nämlich vor einigen Tagen meine Weisheitszähne gezogen. Somit bin ich noch ein bisschen ein Hamster. Aber ich denke, das sollte euch eigentlich nicht weiter stören. Ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video. Hinterlasst mir am Schluss unbedingt euer Feedback. Das würde mich echt interessieren, was ihr von diesem Look haltet. Ich finde ihn ganz schön. Und ist euch aufgefallen, heute keine falschen Wimpern. Nope, keine falschen Wimpern. Also es geht auch, einen wundervollen Look zu schminken, ohne falsche Wimpern tragen zu müssen. Geht. Also, dann wünsche ich euch viel Spaß. Also zu Beginn möchte ich gleich meine Lippenpflege auftragen und zwar ist das Baby Lips von Maybelline. Das ist jetzt in der Richtung Piña Colada Pau. Sie hat ein klitzekleines bisschen Farbe, aber überhaupt nicht so, dass es das auffällt, das stark auffällt. Für den Alltag sicher sehr schön, um einen ganz zarten Glow zu bekommen. Ist so eine peachy nude Farbe. Aber sie pflegt meine Lippen sehr toll, deshalb trage ich immer zu Beginn Lippenpflege auf, bevor ich mit dem Rest des Make-ups beginne, so dass ich zum Schluss sehr weiche Lippen habe, wenn ich den Lippenstift auftragen muss. Dann werde ich jetzt gleich die Foundation auftragen und zwar die Maybelline Dream Cushion Foundation. Ich habe hier die Farbe 01 Natural Ivory. Diese Foundation sieht so aus, also sie kommt mit so einem kleinen Puff drin, mit dem man die Foundation auftragen kann. Dann kann man hier dieses Ding öffnen und so sieht das drinnen aus. Ich werde jetzt aber nicht diesen Puff verwenden, weil ich das nicht ganz so sehr mag. Ich verwende jetzt meinen Real Techniques Sponge. Tauche es einfach in die Foundation ein. Ich muss auf dieser Seite immer noch ein bisschen aufpassen. Ich kann nicht zu sehr einklopfen, wegen meinen Weisheitszähnen. Es schmerzt immer noch unglaublich. Also diese Foundation ist sehr leicht und glowy. Sie fühlt sich leicht an, hat trotzdem aber eine relativ gute Deckkraft. Also ich muss sagen, ich bin von der Deckkraft sehr überrascht. Ich würde sagen, so eine Medium Coverage Foundation. Man kann sie auch ganz, ganz locker aufbauen, weil ich auf dieser Seite meiner Wange zwei, drei Unreinheiten habe. Was sehr untypisch ist für mich eigentlich. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Keine Ahnung wieso. Vielleicht liegt es auch einfach jetzt daran, dass ich die Weisheitszähne rausgenommen habe und sehr viel im Bett war. Trage ich jetzt diese Master Camo Palette von Maybelline auf. Sie enthält sechs verschiedene Töne zum Concealen, Korrigieren und zum Highlighten. Ich trage jetzt einfach die grüne Farbe auf über diese rötlichen Stellen. Das ist die Komplementärfarbe dazu. Und so kann ich, wenn ich nachher mit dem Concealer drüber gehe, diese Rötungen viel besser abdecken. Dann greife ich zu meinem Concealer und zwar ist das der Maybelline der Löscher. Ich liebe diesen Concealer. Dieser Concealer gehört zu meinen absoluten Favoriten. Er ist definitiv vergleichbar mit High-End-Concealern. Man muss ihn einfach nur drehen. Meiner ist schon sehr dreckig und sehr geliebt.
So. Den trage ich gleich direkt so unter die Augen auf. Tupfe es ganz leicht über die Stellen, die ich vorher color corrected habe. Der macht die Haut so glatt und macht die Linien unter den Augen überhaupt nicht noch prominenter. Also ich habe schon bereits viele feine Linien und der kaschiert sie so schön. Ach, falls ihr weiße Stellen hier auf meinen Wimpern seht, dann ist das mein Wimpernkleber, den ich einfach nicht wegbringe. Viele fragen mich, weshalb ich den Concealer auch auf das Augenlid auftrage. Ich mache das grundsätzlich deshalb, um eine Base für die Lidschatten zu schaffen. Also dann, dafür brauche ich dann keinen Lid Primer, keinen separaten. So, nun werde ich meine ganze Base mit dem NYX No Filter Finishing Powder setten. Dieses Puder erinnert mich sehr stark an diese MAC Natural Skin Finish Natural, weil es sehr, sehr leicht ist. Wirklich einen ganz, ganz zarten Puderschleier über die Haut legt. Heute werde ich nicht unbedingt konturieren, obwohl ich das aufgrund meiner Hamsterbacke hier sehr nötig hätte. Mache ich heute aber nicht, weil ich einfach Schmerzen habe. Und dafür, also für meine Wangen, verwende ich jetzt die Strobe of Genius Illuminating Palette von NYX. Das ist eine wunderschöne Highlighter-Palette. Sie enthält aber auch ein bisschen dunklere Töne oder so peachige Töne und Rosé-Töne, die ich auch sehr gut als Blush verwenden kann. Und deshalb mische ich hier so ein bisschen was zusammen und trage dies einfach als Blush auf. Ihr habt jetzt gerade gesehen, dieses Ding ist so pigmentiert, lässt sich aber auch unglaublich gut verblenden. Und wie gesagt, ich muss jetzt hier auch einen extra Schuss zärtlich sein. In einem nächsten Schritt möchte ich meine Augenbrauen nachmalen. Und zwar verwende ich dafür den Maybelline Brow Drama Pomade Crayon. Das ist ein ganz, ganz dicker Stift. Den verwende ich heute das allererste Mal. Deshalb hoffen wir das Beste. Ich glaube, die Farbe sollte eigentlich sehr gut passen. Das ist jetzt die Farbe. Sehe ich leider gar nicht auf dem Stift. Ich schaue, ob ich das herausfinde und werde es euch dann in die Infobox verlinken. So werde ich gleich so damit rein und ganz kurze Striche ziehen. Und die Farbe passt schon mal perfekt. Ich habe jetzt persönlich gemerkt, dass mir der Stift doch ein bisschen zu dick ist. Aber er lässt sich wunderschön auftragen, also ich bin wirklich positiv überrascht. Ich nehme jetzt nur meinen Augenbrauenpinsel und werde es so abnehmen und auftragen. Also Leute, meine First Impression ist, dieser Augenbrauenstift ist Bombe. Meine Augenbrauen sehen mega aus. Der Stift hat wie so eine cremige, aber trotzdem irgendwie pudrige Konsistenz, so dass man die Augenbrauen echt ganz einfach und mühelos ausfüllen kann. Er ist auch nicht so übertrieben pigmentiert, dass man die absoluten Sharpie Eyebrows kreiert, sondern wirklich schön. Also das Finish ist unglaublich toll. Bin echt ein Fan davon. Und um die Augenbrauenhärchen noch ein bisschen zu setten, verwende ich diesen L'Oreal Brow Artist Plumper.
Oh Gott, auch hier ist keine Farbe drauf. Es tut mir so leid. Aber ich glaube, es wird eine von den dunkelsten Farben sein, weil ich ziemlich dunkle Augenbrauen habe. Und ich trage den gleich so mit dem Bürstchen auf. Und bürste die Härchen ganz leicht nach oben, weil es diesen Bushy Brow Look gibt. Ich hoffe, ihr seht den Unterschied jetzt. Die sind einfach gerade und die habe ich ein bisschen hochgebürstet. Nun, meine Lieben, komme ich zu den Augen und dafür verwende ich die Maybelline The Rock Nudes Palette. Die ist so schön. Sie enthält so smoky Farben. Hammer, wirklich hübsch. Und hier werde ich nun den matten Ton hier unten, den zweiten, verwenden. Mit einem sehr fluffigen Pinsel und trage diesen in die Lidfalte auf. Ich liebe es, dass in dieser Palette schimmerige sowie auch matte Lidschatten enthalten sind. Ich habe nun einen sehr schönen Übergang kreiert für die nächsten Lidschatten. Als nächstes nehme ich diese Granitfarbe hier neben dem Lidschatten, den ich als erstes verwendet habe. Nehme auch den fluffigen Pinsel. Und trage es im äußeren Teil vom Auge auf. Einfach um diesen Smoky-Effekt zu erzielen. Jetzt haben wir diesen Halo verblendeten Effekt erreicht. Und nun werde ich die schwarze Farbe nehmen. Das ist die hier unten. Und werde diese nur ganz leicht entlang des Wimpernkranzes im ganz äußeren Teil auftragen. Am unteren Wimpernkranz werde ich jetzt auch diese Granitfarbe auftragen. Bevor ich jetzt überhaupt weiter fortfahre, werde ich diesen L'Oreal Infallible Gel Crayon 24-Hour Waterproof Eyeliner nehmen und werde den in der Wasserlinie oben und unten auftragen. Den werde ich jetzt verblenden, unten, und nehme dafür wieder ein bisschen von der Granitfarbe. Nun nehme ich diesen Eyeliner und trage ihn oberhalb am Wimpernkranz auf, in ganz zarten Strichen, kleinen Strichen. Es soll nicht perfekt sein, denn wir verblenden das wieder mit dem gleichen Pinsel wie unten. So schaffen wir einfach diesen Smoky-Effekt und schaffen diese Intensität, die wir mit normalen Lidschatten nicht schaffen können. Wenn wir ein Smoky Eye kreieren, ist es auch sehr, sehr wichtig, auch Highlights vorzuheben. Und Highlights sind beispielsweise der Teil unter der Augenbraue und der innere Teil. Und dafür verwende ich die allerhellste Farbe hier drin, diese weiße hier oben.
werde diese im inneren Augenwinkel auftragen. So wird das Auge optisch noch ein bisschen vergrößert. Und plus wirkt es einfach durch das ganze Dunkle nicht so verschlossen. So, dann sind wir eigentlich mit dem Smoky Eye fertig. Sehr einfach, wirklich. Und zum Schluss verwende ich noch eine Mascara. Ich habe hier die Maybelline Push-Up Angel Mascara. Die hat eine sehr, sehr coole Form. So, meine Lieben, im Normalfall verwende ich immer falsche Wimpern mit einem Smoky Eye. Aber ich finde das jetzt gerade so schön, dieses nicht perfekte, dieses smokige und graue und schwarze und verblendete. Und ich finde es gerade absolut schön ohne falsche Wimpern. Deshalb werde ich heute auch keine tragen. Finde es nämlich echt cool so. Die Mascara ist ziemlich feucht. Die braucht eine Weile, um zu trocknen. Einfach damit ihr wisst, dass ihr nicht allzu viel mit den Augen danach macht. Aber die Wimpern sind ganz dick und sehen voll schön aus. Gefällt mir sehr gut. Die Baby Lips Lippenpflege ist auch eingezogen, so ziemlich. Ja, sieht gut aus. Dann werde ich zu diesem Smoky Eye eine Nude Lippe paaren. Und zwar verwende ich hierfür den Maybelline Color Sensational Shaping Lip Liner. Die sind so schön, weil sie so herausdrehbare Stifte sind und sehr leicht anzuwenden sind. Also damit werde ich meine Lippen umranden. So, jetzt wo die Lippen umrandet sind. Ach, die Farbe heißt außerdem Dusty Rose. Werde ich den Maybelline Color Sensational Lippenstift in der Farbe Peach Buff nehmen. Ist eine matte Farbe und ist so schön. Das sieht dem Lip Liner auch ziemlich ähnlich. Oh, so creamy, seht ihr das? Oh Gott, Hammer. So, das wäre es eigentlich zu meinem Look. Wie gefällt er euch? Wie gesagt, ignoriert meine Hamsterbacke. Ich versuche es jetzt auch ein bisschen mit meinen Haaren zu decken. Aber ich finde den Look sehr schön. Ich komme vielleicht noch ein bisschen näher, damit ihr das besser sehen könnt. Also wie gesagt, die NYX Palette ist sehr glowy. Die Foundation sieht wunderschön aus. Ich bin ein totaler Fan. Die Augenbrauen, Hammer. Die Lidschattenpalette sehr pigmentiert und sehr easy zu blenden. Und der Lippenstift, Hammer. Gut, das wär's. Ich hoffe, ich konnte euch wieder etwas Neues zeigen oder beibringen oder ihr konntet euch einige Tipps und Inspirationen holen von meinem Video. Und ich wünsche euch hiermit einen wunderschönen Tag. Abonniert meinen Kanal, da würde ich mich sehr freuen. Hinterlasst mir euer Feedback. Gebt dem Video einen Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefällt, einen Daumen runter. Ist halt so, ne? Dafür sind die Dinger ja da. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss!